Im Kartsport die Siegerinterview habe ich hier den Maximilian Gunkel, der sich heute sowohl die DMV-Meisterschaft bei den Rotax Junioren geholt hat, als auch den Goldpokal. Erzähl, wie war dein Wochenende? Ja, es war sehr gut. Ich hatte ein super Setup. Funktionierte wirklich alles. Der Motor, das komplette Setup lief perfekt. Kein Problem. Du hast dir die Pole Position geholt und in den Rennen, wie ich so gesehen habe, klar dominiert, oder? Ja, klar. Es war wirklich hart im zweiten Lauf, aber der erste Lauf war halt mit 4,3 Sekunden Vorsprung gewonnen und es war sehr gut dafür. Da kannst du mit deiner Saison zufrieden sein, Meisterschaft, Goldpokal. Du bist aber auch noch in anderen Serien angetreten, da war es ein bisschen schwieriger. Ja, auf der Euro Challenge dieses Jahr 2009, das waren die Daten Zuera, Buscar, Sosnova und Saprice. Wie geht's denn jetzt weiter in deiner Karriere? Ist die Saison zu Ende? Hast du noch Renneinsätze dieses Jahr? Ja, wahrscheinlich schon. Einmal jetzt bei den Masters und danach einmal noch bei den Mitsunami Kart Cup in Japan. Okay. Und das ist das Finale dort und wahrscheinlich werde ich da noch mitfahren. Was ist für nächstes Jahr geplant? Ein Aufstieg in die Seniorenklasse oder ein Wechsel? Ja, in die Rotax Max Senioren werde ich gehen, da ich nächstes Jahr zu alt bin für die Junioren. Und KF2 ist für uns zu teuer dafür und wir wollen auch einfach auf dem Rotax-Standard bleiben. Alles klar. So ein Erfolg ist natürlich immer nicht eine Einzelleistung. Da hängen viele Leute dran, die da mithelfen. Wo gibt's ein Dankeschön für dein Papa, denke ich? Er hat viel Zeit geopfert, Team. Ja klar, ich wollte auch noch in diesem Video auch noch Dankeschön sagen an meinen Vater. Er hat mich dieses Jahr komplett unterstützt und er hat auch heute seinen Hochzeitstag und seinen Geburtstag. Ich möchte nochmal herzlichen Glückwunsch dazu sagen und vielen Dank. Alles klar, dann bedanke ich mich und viel Erfolg weiterhin. Bye bye. Ja, ciao.